Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt erstmal hier so einen Mann retten, bevor der Arme noch verschleppt wird. Das können wir ja nicht zulassen. Sie sonnt sich da erstmal auf der Treppe, ey. Wenn sie ja sonst keine Probleme hat. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Sch! Wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein, doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Was geht unter dem Tempel? Ach, da. Halt! Bleib stehen! Was denn? Wo ist das Problem? Oh, stör mich nicht bei meinen Untersuchungen hier. Die Wachen hier, das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Hey! Ah, ich sehe. Was? Hey, was? Ich glaub, da draußen ist irgendwas. Hey! Hey, was? Stirb, du Wurm! Bei Amun. Was ist hier geschehen? Oh, da wird ein Arm verbrannt. Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am üblichen Ort unter dem Bar... Denn Sobek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm den Bauern seinen Arm ab. Sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobek. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Erstmal räuber ich hier aus. Noch irgendwo was? Da oben ist noch ein... Aber es ist unwichtig. Ein badender Sobek, okay. Ach, man hat hier auch nur zu tun. Okay, hätte mich auch gewundert, wenn das gegangen wäre. Ja, ganz schön weit entfernt. Da nicht. Da auch nicht. Ah, da unten. Okay, die Krokodile sind aber ziemlich hier. Ich habe sie gesehen, da ja, ziemlich weit entfernt, ne? Und riesig. Oh mein Gott. Ach, leck mich doch. Das kann ich jetzt nicht, ey.
Ich dachte, da die wären tot, ey. Die Krokodile hätten die nur gefressen. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. So geht's viel einfacher. Wow. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Und da kämpft gerade ein Krokodil mit einem Nilpferd. Und das Krokodil hat gewonnen. Guckt euch das mal an. Und erneut haben wir hier Krokodil. Drei Krokodile. Da schwimmt auch irgendwas. Ja. Das wird ziemlich knapp, ne? Einfach mal zu gucken. Okay, kommt näher. Das hat nichts gebracht, war du Arsch. Diese Zone ist tabu. Ja, da unten. Versunkener Tempel, wie konnte. Hä, wie soll ich denn jetzt da hin? Erstmal überblicken. Von hier? Nee, dann davon da hinten. Okay. Ah, von hier. Okay, aber erstmal tauche ich noch mal kurz auf. Und jetzt tauchen wir noch mal ab. Sie hat eine Gravur von Tsoknopajou auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus... Das weiß man nicht. Ich dachte gerade, mir würde die Aufnahme wieder abschmieren. Ich sehe aber zum Glück nicht. Das Spiel hat sich nur gerade ein bisschen hängen lassen. Steht Pferdchen. Wie praktisch. Hey! Nö, das ist jetzt mein Pferd. Du kannst nicht fliehen! Und ob ich das kann. Guck mal, wie... Oh. Wie schön ich das kann. Pferd wollte alleine schwimmen gehen. Krokodil. Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Na?
Kultur für alle. Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft. So, ich hab'n. Den Metzger. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Sicherheit für alle. Die verstärkte Militär. Wow. Na, Pferdchen, ich muss mich mal eben verabschieden von dir. Nach unten? Den verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie soll ich denn nach unten kommen? Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort sein. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will. Ach so, verstehe. Dieser Ort wird schwer bewacht. Was? Das war's. Stirb! Na komm. Na, was der haben Metzger wir ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Noch eine Ratte, wie süß. Ah, keine Schlangen. Sie haben ihm auch Befehle. Sprich etwas leiser. Scheiße. Dafür bin ich wirklich nicht der Armee beigetreten. Es bringt dir aber dein Essen auf den Tisch. Finde dich damit ab. Wenn der Metzger sagt, spring, dann spring. So ist das eben. Hey. Und jetzt sei still. Nur langsam. Da willst du ja. Schließ dich auf. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ah, das hätte so gut geklappt, ey. Ich hab den Typen nicht da gesehen. Hier verstecken sie das ganze Korn, das sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese gierigen Drecksäcke. Ich sollte mich umsehen. Eine Liste mit den Zahlungen für das Korn. Der Metzger zahlt den Bauern nicht mal genug, um zu überleben. Ich muss herausfinden, wo er sich aufhält. Okay, bewahre das Korn wie üblich auf. Die Lieferung geht nächste Woche raus, also sorge dafür, dass alles bereit ist. Bring die letzten Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa, wo ich unaufhörlich daran arbeite, deine Fehler zu beheben. Mach noch weitere Fehler, dann ist dein Kopf fällig. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Gut, dann einmal raus hier. Werde ich auch von hier aus? Oh. Oh. Hauptmann. Hey, was? Na, stirb, du Wurm! Stirb, du Bastard! Mädel, beruhig dich einfach mal. Zu deiner Arbeit. Dieses Korn bezahlt dein Bier und die Frauen. Oder dachtest du, sie mögen? Aha. Ah. Hier ist der Wlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Du stiehlst das Korn aus dem Fayum. Menschen hungern für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe oder stirb. Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich, du dreckiger Naked Yadet. Die? Bitte. Hier endet es.
Wachen, erledigt das. Okay. Er will's wissen. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Sonst noch irgendetwas, was ich hier mitnehmen kann? Nö. Eine ist hier noch. Wie weit bin ich denn bitte weg? Von allen. Halt! Bleib stehen! Nee, keine Zeit zum Stehen bleiben. Hergehört! Bitte seid vorsichtig! Der Fluch von Wodget! Welcher Fluch? Wovon redest du überhaupt? Griechen und Ägypter leben nicht mehr in Harmonie. Die Götter grollen deswegen. Ich bin Nanefer. Ich weiß nicht, ob ich Grieche oder Ägypter bin. Ich bin ein Waisenkind. Keine Harmonie? Was meinst du damit? Die ägyptische Göttin Wadjet schickt Nachtschlangen in griechische Viertel. Nur Griechen wurden getötet. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Sieh es dir selbst an. Nördlich der Villa. Na schön. Ich werde es untersuchen. Das war schwerer, als es hätte sein müssen. Braucht halt Geduld mit Leuten, die stottern. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Neck! Was war das? Oh Gott, die ganzen Hunde hauen schon ab. Die Götter zürnen. Das war ganz nahe im Norden. Muss wohl etwas mit dem Fluch zu tun haben. Was war hier los? Ich höre mich mal um. Ah, ich rieche das verbrannte Fleisch. Dieser Krug gehört hier nicht her. Da drin bewegt sich was. Schlangen, so klar. Noch ein von Wadjet verfluchter Fremder. Schon der dritte diese Woche. Diese lausigen Griechen haben nichts anderes verdient, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich? Ich bin ja nur ein einfacher ägyptischer Hauswart, der diesen Scheißkerlen hinterherputzt. Ey, Vorsicht, was du sagst. Es gab Tote. Ich muss mich hier umsehen. Was du dir ansehen solltest, ist deine Hautfarbe, Söhnchen. Harmonie ist, was wir brauchen. Und nicht noch mehr Vorurteile. Hör zu, wir haben in einer Höhle unter dem, was vom großen Tempel übrig ist, einen Schrein gebaut. Warum ehrst du dort nicht Wadjet mit uns? Ägypter müssen derzeit zusammenhalten. Vielleicht später. Erst sehe ich mich um. Oi, dis Meisonos Afrosinis. Da ist auch noch was. Hab ich nicht gesehen. Boah, scheiße. Aber es ist ein Bild wert. Scheiße. Wow, Miststück, ey. Meine Dinadon, die sind Benni, die, Ochi, Ochi. Dieser Mann steckte fest und starb bei dem Brand. Hier ist alles einsturzgefährdet. Da komme ich nicht weiter. Die Spur führt nach draußen. Ich sehe mich auf dem Hof um. Oh. Och nee, Pferdchen auch tot. Och nö, das finde ich jetzt aber schon wieder kacke, ey. Ich hasse sowas. Arme Pferdchen, kann überhaupt nichts dafür. Diese Krüge habe ich auch schon im Griechenviertel gesehen. Naja, sind nicht überall Schlangen drin. Aha. Aufpassen.
Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Na, ich finde sie ganz schön. Ich hätte gerne eine. Aber... Boah, sind das viele. Guck mal. Toll, keine Munition mehr. Die sind jetzt alle tot. Ein aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wadjet. Brief des Hauswarts. Unser Plan trägt Früchte. Einige der Griechen sprechen schon darüber, das Fayum zu verlassen. Mir werden folgen, wenn wir uns weiter bemühen. Ich spiele weiter meine Rolle als Hauswart. Du bist weiterhin für die Schlangen und die Auswahl der Ziele verantwortlich. Achte darauf, dass auch nur Griechen sterben. Es darf keine ägyptischen Todesopfer geben. Was diese stotternden ionischen Hund angeht, greif ihn dir unauffällig und bring ihn nach Panuki? Ich kümmere mich persönlich um ihn. Denk daran, es gibt keine Gerechtigkeit, abgesehen von der, die wir selbst schaffen. Nur Wadjet. Wie es sich anhört, werde ich den Hauswart nicht mehr suchen müssen. Nein. Er hat mich schon gefunden. Er ist drin. Wenn er rauskommt, ist er dran. Er darf nicht fliehen. Hauswart, die Schlangen waren deine. Du dienst den Griechen? Dann komm her, du nutzloser Ionia-Sklave. Folge den Befehlen deines Herrn wie ein guter griechischer Hund. Ich kämpfe für Ägypten. Ich kann nicht sehen. Und für wen kämpfst du? Ich kann nicht sehen. Ich diene niemandem. Und ich kämpfe für alle. Voll durch die Fresse, ey. Ah, ich kann da was sehen. Das hat Ptolemäus Ägypten angetan. Ein Land ohne Gleichgewicht. Voller Hass und Zwietracht. Wenigstens kann ich die Geisel retten. Die Männer des Hauswarts halten sie in Panuki fest. Der Hauswart missbraucht die Göttin zum Töten von Griechen. Woher dieser Hass? Aya wäre traurig. Es ist genau das, wovor Nani verwarnte. Ägypten verliert die Harmonie. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Oh. Ha! Ach jo. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen und jetzt bin ich schon wieder so verstrickt in diesen ganzen Nebenaufgaben. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wow. Okay, es ist definitiv unter mir. Ich denke, ich gehe von... Hey. Hochala. Ich töte dich! Den habe ich ja gar nicht da gesehen. Wo kommt der denn her? Kann mal gucken. Ist nichts, ist nichts.
Stirb, du Sau! Ich hätte einen Attentat machen sollen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe. Kannst du gehen? Sie schlugen mich, weil sie mich für einen Griechen hielten. Warte, du hast doch gestottert. Bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst. Da stottere ich eben. Mhm. Bei den Göttern ist denn nichts wahr? Nun, du lebst, Nanifer. Sei dankbar. Ich lebe, aber Ägypten ist ohne Gleichgewicht. Du musst wissen, Magi, das Gesetz will Harmonie zwischen allen Völkern. Möge Serapis uns einen. Der Kult des Hauswarts ist erledigt. Aber Nanifer hat recht. Ägypten ist aus dem Gleichgewicht. Und das liegt am Orden der Ältesten. Bogen der Wadjet. Oh, wir haben was. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Oh, er spricht immer so epische Sachen, ne? Okay, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal.